Ich fange an mit Nachhaltigkeit. Sie sehen einen Blick, das ist ein Blick aus meinem Fenster, aus meinem Arbeitsfenster. Dieser Blick, auch so schön er sein mag, gibt mir viel zu denken. Ich sehe nämlich eine alte Burgruine und ich sehe Wald. Und ich finde das eigentlich einen passenden Einstieg für dieses Thema Nachhaltigkeit, weil Sie wissen, Brundtland in den 80er Jahren hat Nachhaltigkeit definiert und einen schönen Satz geprägt, aber ich kann mir das besser pragmatisch vorstellen wie ein Waldbauer. Ich darf einfach nur so viel Holz schlagen, wie nachwächst. Und ich muss mich um den Bestand kümmern, damit auch zukünftige Generationen noch einen Wald haben. Und wenn Sie dieses Beispiel im Kopf tragen der Nachhaltigkeit und sich immer überlegen, es geht um Zukunft, es geht um Erwartungen in der Zukunft und es geht um Systemerhalt, was auch immer dieses System dann sein mag. Und dann sehen Sie eine kaputte Burgruine im Hintergrund, die in früheren Zeiten dazu gedient hatte, diesen Wald zu beschützen, weil man die Rohstoffe gebraucht hatte, um Erz zu schmelzen. Und diese Burg ist nicht mehr relevant, deswegen liegt sie in Ruinen. Und wenn Sie beide Bilder miteinander kombinieren, sind wir eigentlich mitten in unserer sicherheitspolitischen Fragestellung, dessen, welche Werte wir teilen und was wir eigentlich brauchen, wo diese Gegensätze auch miteinander in Konflikt geraten und gelöst werden müssen. Denn im Gegensatz zu diesem Bild arbeiten wir in der Sicherheitspolitik heutzutage immer noch mit Burgen, zumindest im Kopf. Wir haben immer noch die Vorstellung, wir müssten diesen Wald mit einer Burg beschützen, obwohl sich die Welt um uns herum komplett verändert hat. Und das bringt mich quasi zu den Fragen, nach welchen Regeln wir eigentlich spielen. Sie sehen unten eine Zeitleiste. Das Schwierige ist für junge Menschen, diese Zeiten sagen ihnen nichts. Erstmal. Weil wir in einer so schnellen Gesellschaft leben, dass wir oftmals die Jahre auch vergessen, die dahinter stehen. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzt, steht hinter jedem dieser Zahlen ein Konflikt, ein großer Konflikt. Und die Hauptmessage dahinter ist, dass wir eigentlich in einer Welt leben, die nicht so friedlich ist, wie sie uns manchmal jeden Tag vorkommt. Dass Konflikt und Sicherheit uns über die gesamte Zivilisationsgeschichte, Menschheitsgeschichte bewegt. Und dass wir aber immer noch glauben, und deswegen ist dieser Anfangspunkt dieses Zeitstrahls 1945, in Konzepten denken, auch politischen Konzepten denken, die quasi ihren höchsten Entwicklungspunkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten. Als man natürlich die größte menschliche Katastrophe überwunden hat und sich überlegt hat, wie schaffen wir Sicherheit in dieser Welt. Nur nach 1945 mit Blockkonfrontation ging das natürlich erstmal noch gut. Diese Logik hat noch funktioniert, diese Regeln waren klar. Und nach 1990 hat man geglaubt, ein neues Zeitalter bricht an, alles wird bestens, große Konfrontationen hören auf. Und wir haben plötzlich festgestellt, es gibt ganz neue Probleme, ganz neue Sicherheitsherausforderungen. Und die Probleme hören nicht auf, sie werden anders. Und das größte Problem dabei ist, dass eigentlich die Werte und die Regeln, die wir haben, vielleicht Schachregeln sind, mit denen wir seit 1945 spielen. Nur in der Gesellschaft, in der wir leben, wird vielleicht Mühle gespielt oder Dame oder Backgammon. Manchmal ist es auch so, dass die Regeln völlig neu definiert werden. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist die, dass wir ja, und Sie haben das alle im Kopf, da frage ich die jungen Leute. Können Sie sich alle noch daran erinnern, wo Sie am 11. September waren? Ja? Sie haben jetzt ein ganz konkretes Bild wahrscheinlich im Kopf, was Sie gemacht haben an dem Tag. Es gibt wenig Menschheitsereignisse, die so sich einbrennen in das Gedächtnis und als Artefakt einfach auch überleben werden im Menschheitsgedächtnis, wie natürlich der 11. September. Und Sie wissen alle, was passiert ist nach dem 11. September. Man hat nach dem 11. September gesagt, oh, eine völlig neue Bedrohungsform. Da ist etwas gekommen, was wir komplett unterschätzt haben, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Wir müssen uns völlig neu orientieren. Eine asymmetrische Bedrohung. War on Terror. Islamismus, Fundamentalismus. Ein 180-Grad-Schwenk in sicherheitspolitischen Fragestellungen. Die These an dieser Stelle lautet, das ist überhaupt nicht neu. Ja, es ist interessant. 1972, Olympische Spiele München. Der gescheiterte Befreiungsversuch auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck, als palästinensische Terroristen, wie man sie damals auch schon genannt hat, einen Überfall auf das Olympische Dorf gemacht haben und israelische Sportler als Geiseln genommen haben. Offenbarung der völligen Hilflosigkeit der deutschen Sicherheitsbehörden gegenüber einer Bedrohung, die wir einfach klassischerweise asymmetrisch nennen würden. Also auch Herausforderungen, die vielleicht so neu klingen wie Asymmetrie, sind überhaupt nicht neu. Sie waren schon da. Sie waren auch schon da, haben auch schon gelebt und man hat sie erfahren und man hat eigentlich auch schon viele Lehren daraus ziehen können. Man hat es so nicht getan.
Naja, aber das Interessante ist mit Sicherheit und mit dem Problem, das wir uns auseinandersetzen müssen, das ändert sich in einer rapiden Geschwindigkeit. Wenn man also das Alte verstanden hat und geglaubt hat, man hat es einigermaßen im Griff, denken Sie an diese Regeln, also 45 große Heere, die aufeinanderprallen, Tod und Verwüstung in Zentraleuropa, Nuklearkrieg und plötzlich kommen ganz neue Dinge auf einen zu. Und dann gibt es ein Problem. Und das finde ich eigentlich das spannendste Problem. Also das ist eigentlich kein Problem, weil es ist eigentlich auch ein Problemlöser. Und er steht vor Ihnen. Ich fange immer mit mir selber an, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich mache jeden Tag Fehler. Mein Gott, jeden Tag. Aber das Interessante dabei ist, und das wissen wir aus der Kognitionspsychologie mittlerweile schon recht gut, wir machen systematisch Fehler. Systematisch. Nicht, weil wir dumm sind oder weil wir es nicht anders wollen, sondern systematisch machen wir in unserem Denken Fehler. Wir machen Fehler in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Wir machen Fehler in der Art und Weise, wie wir Urteile bilden. Und wenn wir das jetzt in beides kombinieren, also sagen wir, wir haben neue Herausforderungen in der Sicherheit um uns herum, Dinge, die uns herausfordern, die auch die Wahrnehmung von Sicherheit völlig verändern. Und gleichzeitig werden wir mit einem Menschen konfrontiert, der Fehler macht. Und in diesem Zusammenhang sollen dann Werte und Urteile ihn leiten. Dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das Problem relativ komplex wird an der einen oder anderen Stelle. Und wie komplex, das werden wir uns mal ein bisschen ansehen.